Potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. Ja, bei der Debatte um die Übersetzung von Amanda Gormans Gedicht wurde mir erst richtig bewusst, wie eng jede Form gesprochener und geschriebener Sprache mit kulturellen Identitäten verbunden ist. Sprache ist ein kulturelles Phänomen. Die Syntax der Mathematik gilt unabhängig von kulturellen Identitäten und wird auch überall dort verstanden, wo Menschen Mathematik betreiben. Eine Übersetzung kann dagegen immer nur eine Interpretation einer kulturell determinierten Syntax sein, die dabei auch immer einen kulturellen Abrieb verursacht. Ich halte es deshalb auch für recht naiv anzunehmen, dass bei Übersetzungen kulturelle Identität, Herrschaftsstrukturen oder Privilegien überhaupt keine Rolle spielen würden oder müssten. Ist die Literaturszene denn tatsächlich besser aufgestellt als andere Bereiche der Kulturindustrie? Wie groß ist beispielsweise der Anteil von Frauen? Wie groß der Anteil von Minderheiten? Und wie groß ist ganz konkret der Anteil von Frauen aus Minderheiten? Und wird die Diskurshoheit darüber tatsächlich ständig neu verhandelt? Wer verhandelt das denn? Und wer ist ausgeschlossen? Wer also ist sichtbar und wer bleibt unsichtbar? Interessant ist auch die Frage, in welchen Kontexten und nach welchen Parametern Übersetzungen überhaupt geschrieben werden. Wird außerhalb des eigenen kanonischen Denkens differenziert, ja in Erwägung gezogen, ob für bestimmte Texte eventuell andere ÜbersetzerInnen besser geeignet wären als die, auf die man immer zurückgreift? Wie kann ich als Leser beispielsweise überprüfen, ob die Veröffentlichung einer fremdsprachigen Autorin in der Verlagsrubrik Frauenliteratur dem Selbstverständnis der Autorin entspricht oder eher den wirtschaftlichen Interessen des Verlags? Und wie kann diese Autorin die Deutungshoheit über ihr Werk verteidigen, wenn ihr die Sprache der Übersetzung überhaupt nicht zugänglich ist? Kann ich überhaupt davon ausgehen, dass die offensichtlichen Probleme bei der Übersetzung von Gormans Gedicht nur eine besondere Ausnahme darstellen? Oder ist das vielleicht sogar ein symptomatisches Problem für diese Form der fremdsprachigen Literatur? Es stellt sich also immer die Frage nach Selbstreflexion und nach der Verantwortung für das eigene Handeln. Und genau das betrachte ich auch als eigentliche Grundlage einer pluralistischen Gesellschaft. Nicht das Marginalisieren von geäußerter Kritik und auch nicht die Banalisierung von berechtigten Forderungen, konkrete Probleme zu erkennen, um sie dadurch beseitigen zu können.